Moin, ich bin Carsten. Ich habe für eine kleine, aber gute Werbeagentur in Berlin. Ich habe das Thema Assistant Jana jetzt übernommen mit meinem Kompagnon. Und wir gucken, wir das Ding mal jetzt mal richtig anfeuern hier, ne? Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Verdient ihr schon Geld? Monatsende. Was geht, Martin? Hast du Bock heute? Hast du Bock? Ich hab richtig Bock, Digga. Heute Abriss, morgen kein Abriss. Ja? Nochmal vielleicht für die Kamera. So. Oh, hast du es gut drauf, Martin? Nervt nicht. Da sind wir wieder! Zerstört die Villa in dem Camouflage-Parker. Wer kommt mit 70 Panzer mit seinem Psychiater? Besitzt mit Hassmasken Porsche deines Vaters. Partisan im Rücken wie Andreas Bader. Ich bin das letzte Einhorn. Und das letzte Mitglied von meiner Subschaft. Lüdenscheid. Aber die wird wiederbelebt. Das geht nicht den Scheißdreck an. Und das ist mein erstes Swiss-Konzert. Das erste, wahrscheinlich auch das letzte, weil es so scheiße wird. Seid langweilige Deutsche, so wie Mario Bart. Es geht! Also es ist sehr kalt hier draußen. Die Band kümmert sich immer einen feuchten Scheiß um ihre Fans. Ja. Und hier sollen wir uns aufhalten, oder was? Und jedes Mal, wenn ich meinen Weg nicht sehen kann und keiner anders, dem ich davon erzählen kann, komm ich zu dir. Ja, Mann! Das ist mein Löwe, mein Bär, mein Architekt. Was macht er auf der Bühne? Nicht wie ein Bär, sondern wie ein Waschbär. Meine Löwen, meine Bären, meine Architekten mit den Schläuchen in den Mund bereiten sie sich auf die Show vor. Sippe-Chobau ist Kultur! Ja, denn? Wir kommen ja schließlich aus dem Osten. Was willst du denn? Was ist das? Wir gehen jetzt endlich tätowieren, nach 3 Jahren. Krass, ja. Da war im Innenraum, das ist aus allen Nähten. Ey, ich habe so lange nicht mehr tätowiert. Ich bin so aufgeregt. Dein wievieltes Konzert ist das jetzt? Mein 25. Im Ernst? Ja, also mit dem Festival mit Silvia. Geil. Es tut zwar jetzt weh, aber dafür hast du gleich ein hässliches Tattoo. Wie geht's dir jetzt? Gut. Jetzt bin ich glücklich, tatsächlich. Schönen guten Morgen. Ich habe gestern eine After-After-Show gemacht. Und zwar, Das labert er schon wieder für eine Scheiße und ich bin ultra verkatert. Ganz wichtig, immer Swiss und Indianern am Ende des Jahres. Herrlich. Sitzhaft Nordpol, extra angereist hier. Wir haben auch wieder extra eingepackt.
weil es gibt ja verschiedene Weihnachtsmänner für verschiedene Orte. Und er ist halt der so ein bisschen Allrounder für die Welt ist. Und hier, weißt, da muss ich halt Bayern abklappern, weil die sind ein bisschen speziell, gell? Da ist Bubatz noch nicht egal. Hallo Martin! Wie gefällt's dir? Oh, sehr gut, sehr gut. Mir gefällt's wirklich gut. Ja! Für 5 Euro darfst du anfassen. Für 5 Euro darfst du anfassen. Ich hab an der Garderobe eben gefragt, wie viel ich abgeben darf. Die haben gemeint, alles außer die Buchse. Ich glaube, das würde dir aber auch passen, ne? Ich find's voll scheiße. Ja. Sebastian, darf ich eine kritische Meinung von dir zum Thema Swiss und die anderen vielleicht einsammeln? Das ist die schlechteste Band der Welt. Nein, ich finde ja so geil, dass sich sozusagen die Generationen die Klinke in die Hand geben. Ne? Dass ich durch ihn auch, ehrlich, ohne Scheiß, wir haben uns hingesetzt, haben einen Spliff geraucht, haben einen Text gemacht, und ich habe seitdem texte ich anders. Echt? Nein, ja, diese drei Silbenreime. Seitdem habe ich nichts mehr zustande bekommen. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Ich nenne mich Künstler, doch ich bin Unternehmer. Manchmal denke ich sogar, ich bin unbezahlbar. Mache jeden Tag über 100 Fehler, aber nie denselben wie Tim Thaler. Für die Welt war ich jahrelang der Pausenclown. Lass mal jemanden managen würde, ordentlich, die ganze Geschichte hier, dann wird das steil gehen. Das wird nix. Und ich bin so stolz drauf, mit der bestesten Band der Welt ein Feature zu haben auf dem neuen Album. Und ich möchte mal eine Sache ganz kurz loswerden. Alerta! Alerta! Man hat gefühlt zweifache Gehirn-OP gehabt. Wie ein Löwe, wie ein Bärchen. Wie ein Architekt. Wie ein Architekt stand er mit uns auf der Bühne die ganze Tour und heute hier. Und weil der Chirurg so einen guten Job gemacht hat, ist steht er auf der Gästeliste bis heute hier, Bro. Und wo wir hin wollen, können wir selber noch nicht sehen. Immer aufrecht, niemals schießen. Keinen Adler auf der Brust. Das sieht aus wie bei einem Max Giesinger Konzert hier. Boah, viel schöner. Sehr schön. Ich fahre durch die Nacht, morgens um 4, voll gepumpt mit Tabletten auf der Suche nach mir. Nach was genau, weiß ich nicht, ich sehe keinen Sinn. Nach irgendwas, das mir beweist, dass ich am Leben bin.